So, und damit hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video von Assassin's Creed Valhalla. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Bock drauf habt. Ja, wir sind in Südsächse. Auf dem Weg zu irgend so einem Heino hier, er ist halt Bierstan. Weiß nicht, so ein alter Mann. Im letzten Video haben wir ja das hier oben abgeschlossen. Was kann man wieder? Lincolnster. Winkelnde Schier oder wie gesagt. Ja, da steht ja. Alter Mann. Ach, alter Mann. Humboldt ist ja alter Mann geworden. Dann haben wir den Priester zur Brust genommen und ihn dann erledigt. Und somit ist Lincoln Schier auch sicher. Und unsere Verbündeten. Unser Verbündeter. Da sind wir hier. In Südsächse. Oh, East Sachse? Stimmt, ich bin East Sachse. West Sachse? Südsächse. Ah, oh, Südsächse haben wir noch gar nicht gemacht. Stimmt, ich bin an der E6 gegangen. In Koliska. Oder wie die komische Stadt heißt. Ja, also wenn wir auf jeden Fall eben diese dicken Schätze hier holen. Ich hoffe, das ist eine Ausrüstung. Da habe ich wahrscheinlich auch noch hin müssen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall mal eben den Typen da suchen. Ja, falsche Richtung, du Trottel. Aber egal. Ja. Man springt nicht auf die Zwischenplattform, man springt einfach komplett gleich ganz runter. Ah, das muss ich aber auch nochmal gewinnen hier. Spottstreit. Damit ich meine Charmstufe erhöhe. Guten Morgen, guten Morgen. Ich stehe hier für Lady Alette von Colin Kester, Colin Kester, nicht Cole Kester. Meisterin des Wortgefechts. Wünschst du eine Audienz? Ich habe nie von ihr gehört. Wenn ich dich so ansehe, wundert mich das überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz, wünschst du sie herauszufordern? Hallo. Oh ja. Wie närrisch. Aber die Ehre ihrer Gegenwart dürfte dich für deine wohl sicher beschiedene Niederlage entschädigen. Lady Alette, deine Spottstreitkünste sind gefragt. Oh, ein Bauer? Du kommst wegen eines Wortgefechts? Gut, offenbare deine Almosen. Wir fangen jetzt noch einen kleinen Einsatz an. Hier, bitte. Recht dürftig. Aber ich nehme es für die Lady an mich. Sie wird eröffnen. Es gab viel schon zu hören über dich, armer Thor. Du bist weich und so klug wie ein Schaf. Meine Verse sind sehr wohl bekannt hier im Land. Doch es sind noch die meisten gerannt. Wirklich furchtbar. Ach, du hältst dich für klug, du beeindruckst mich fast. Aber eigentlich tust du mir leid. Denn ich frag mich, wie willst du tatsächlich gewinnen? Eine Runde noch, dann bist du hin. Widerwärtige Wortwahl, wirklich. Dein ärmlicher Anblick lässt Mitleid erblühen. Keine Schönheit, kein Witz und kein Geld. Aber doch spreche ich noch, deinem Leiden zum Trotz. Ach, wie mies, deine Worte sind Rotz. Das war recht daneben. Und wieder fällt ein armer Tropf dem weltgewandten Witz der Lady Alette zum Opfer. Mein Herz weint für dich und deinen schwachen Verstand. Ich hoffe, du wirst es eines Tages erneut versuchen. Das werde ich sicher. Gut, dann nicht, ey. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Gemeinsam! Da drin.
Direkt schon in der neuen Stadt einen Streit anfangen. Komm ich denn da rein, verdammt, Dax? Was? Ich wollte nur den dämlichen Schatz hier holen, also. Oh, diese verkackten Bogenschützen, ey. Nix, dein Leben. Aber das denn für ein Schuss? Okay. Will ich auch gar nicht. Seh nur nix. In die Truhe, da. Oh, muss ich jetzt den Damage Schüssen kriegen. Was denn jetzt? Will er nur hier rein? Irgendwie.
Und ich habe das Ding jetzt nicht eröffnet hier. Doch. Ach, nur wieder Kupfer-Nickel-Waren. Ja, gut, haben wir das jetzt auch. Mehr wollte ich da gar nicht. Ich hätte mir doch einfach geben können. Haus des Aldermanns. Zeig mir, was vor uns liegt. Anscheinend hat Alderman Birstan diese Ruine zu seinem Langhaus gemacht. Vielleicht, weil du das Fass schon leer getrunken hast? Sein Haushalt hat genauso schlecht geführt wie sein Land. Estrid ist eine gute Frau. Die hat er gar nicht verdient. Nur ein Schrei von mir und die Wache kommt. Nimm die Waffe runter, Herrin. Ich bin Eivor vom Rabenclan und auf Geheiß deines Mannes hier. Noch ein Däne. Ich bin Estrid, die Frau des Lords von East Sexe. Wie du vielleicht gehört hast, ist mein Mann nicht zu Hause. Ich bin es leid, Sachsen zusammenzutrommeln. Ist dein Mann gefangen, betrunken oder auf Abwägen? Er jagt im Wald nach Wild und ignoriert die wichtigen Angelegenheiten von East Sexe. Deswegen ließen wir dich rufen. Wenn ich ihn finde, erinnere ich ihn an seine Pflichten. Oh, das wäre ein Wunder. Sein Lieblingsjagdrevier liegt südwestlich von hier. Die Lavendelfelder ziehen seine Beute an, so Gott ihm helfe. Mit etwas Glück wurde er noch nicht gefressen, doch ich kehre zurück. Geduld ist eine gottgefällige Tugend, Edred. Selbst die Heiligen wären es leid, darauf zu warten, dass Birstan seinen Bogen ablegt. Estrid, wir müssen über die Belange des Landes reden. Mit ihm... Wo ist denn der Heino? Hier. Oh. Oh, kein Bock, dorthin zu rennen. Soweit.
Motorumque Christi Fidelium Explentes. Da, Panihü. Was für Geld habe ich eigentlich? Ich muss noch ein paar neue Sachen kaufen, einfach mal. Mal ein paar. 127 kann ich 5000. Ich hätte mal meine Axt. Ist komplett verbessert. Und mein Schild. Ja, ich hätte den Bogen noch verbessern können. Ups. So, Köcher. Kann mal Zeit. Aus 600, 200 und 4, ne? Fertigkeit, wie viel haben wir denn da schon wieder? 10 Punkte, ja. 201. Wenn ich die durch habe, dann werde ich mich auch mal auf dem Weg zu den ganzen komischen Rittern da begeben. Die komische Ordensfetzen. Flieg, Freundin. Mal gucken, ob die noch Informationen über den Orden haben. Die Jagd ist ein guter Zeitvertreib. Ich hoffe nur, der Aldermann wurde nicht selbst zur Beute. Sein blutiges Lager verheißt nichts Gutes. Sie wurden beim Abendessen überrascht. Sie wurden von einer Bestie angegriffen. Stark genug, um ein Pferd zu reißen. Ein Bär. Hier sind die Spuren eines großen Raubtieres im Gras. Die Überreste der Jagdgesellschaft. Der hier wurde von einem großen Tier angefallen. Ein Bär. Die Jäger fielen ein oder zwei großen Bestien zum Opfer. Ich kann nur hoffen, dass Birstan noch lebt. Was siehst du, alte Freundin? Wo soll ich denn da hin? Wer ist dann? Zieh deine Waffe oder akzeptiere dein Schicksal als Bärenfutter. Da kommt das Blut in Wallung. Ha! Wir kämpfen bis zum Tod, edles Biest. Ergib dich! Ha! Du verstehst zu kämpfen. Gut gekämpft, mein Freund. Ohne dich hätte ich diesen Angriff nicht überlebt. Ah, ist auch Däne. Mein Dank ist dir gewiss, dass du mich im Moment der größten Gefahr findest. Vielleicht hat Gott dich geschickt. Estrid schickt mich. Deine Frau und die Tane von Estsexe würden deine Eier gern auf einem Amboss sehen. Wann würden sie das nicht? Du könntest zurückkehren und sagen, dass mich ein wildes Tier erwischt hat. Der arme Birstan fand sein Ende durch einen Bären. Und das Tier in deiner Stadt zum Herrn von Estsexe ernennen? Zweifellos würde meine Estrid seine samtigen Pfoten meinen schwielen Händen vorziehen. Also, wer bist du? Eine Mietklinge? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Du hast ein Bündnis angedeutet im Austausch gegen meine einzigartigen Talente. Himmel, ja. Lass uns umgehend nach Colin Caster zurückkehren. Dann sprechen wir über diese äußerst delikate Angelegenheit. Ich bin froh, dass du mich erhört hast. Ich hätte keinen so geschickten Krieger erwartet. Du hast Glück, dass ich rechtzeitig kam. Diese Jagd hat dich viele Männer gekostet. Allesamt gute Männer. Sie erhalten ordentliche Begräbnisse und ihre Familien werden versorgt werden. Deine Leute haben viel für deinen Zeitvertreib geopfert. Oh ja. Es gibt keinen Balsam für mein gequältes Herz. Wieso hast du mich rufen lassen? Glaubst du an die wahre Liebe, Eivor? Ich habe gelebt. Doch war es die wahre Liebe?
hat die Sehnsucht in deiner Brust gebrannt. Ein süßer, anhaltender Schmerz, dessen Stich dich lähmt. Es gibt genug Schmerz in der Schlacht. Ich suche ihn nicht auch noch in der Liebe. Ich verzehre mich danach. Nach einem sanft errungenen Sieg. Meiner Estrid fehlt das Feuer. Sie ist wie ein Fisch auf dem Trockenen, kalt und tot. Als ich sie traf, war sie voller Leidenschaft und hielt eine Tane in Schach. Oh, sie lieben sie, das ist wohl wahr. Einige sogar zu sehr. Und ich war kein guter und aufmerksamer Ehemann. Ich war immer schon ein Trampel in Liebesdingen. Und ein miserabler Herrscher obendrein. Die Hand, die das Schiff steuert, muss stark sein, Berstan. Meine Hand spannt lieber die Sehne eines anständigen Bogens, während meine Augen auf die Beute gerichtet sind. Ja, eine Krone wiegt schwer auf dem Kopf. Lass uns lieber wild und frei durch den Wald streifen, wie die Wölfe. Uns durchschlagen, jagen und hirschen und fressen. Du hast eine romantische Ader, Berstan. Sei unbesorgt. Meine Wache wird dich nicht belästigen, wenn du bei mir bist. Du schätzt mich falsch ein, wenn du glaubst, ich sorge mich. Hast du deine Stadt auf den Ruinen einer anderen erbaut? Nein, die Baumeister sind längst Geschichte. Sie waren dem sächsischen Lehmfachwerk weit überlegen. Ich habe Pläne, selbst einen großen Palast zu errichten. Mit Mosaiken und lauschigen Höfen. Was hält dich ab? Das, was bis auf die kreativsten Köpfe alle abhält. Geld, Vorstellungskraft, Talent. Und dein Volk? Ist das Volk von Eszexe glücklich? Über diese Frage habe ich nie wirklich nachgedacht. Ich schätze, sie sind es. Ich hoffe es. Alfred glaubt, ich regiere wie eine jungfräuliche Henne. Ich flattere und gackere wegen nichts als dem Abendessen. Nein, er missbilligt mich nur. Ist das nicht tausendmal schlimmer? Doch sie, wir nähern uns meinen Hallen. Ich muss mich den Wölfen vor meiner Tür stellen, bevor wir über deine Gefälligkeit für Eszexe sprechen, Eivor. Vielleicht kann ich die Sache beschleunigen. Wirst du mir helfen, die Speere ihres Missmuts abzuwehren? Lass sie ihr Leid klagen. Ich berate dich, wenn ich kann. Wer ist die Eule, die dir ins Ohr zwitschert? Ein Berater, mehr nicht. Er hilft mir, Eszexe durch den heranziehenden Sturm zu steuern. Nun, meine lieben Brüder, Edred, vielleicht machst du den Anfang. Was bedrückt dich? Du bist eine Schande, Berstan. Du könntest im Brauhaus kein Schwein abfüllen. Elfreds Männer streunen durch ganz Eszexe. König Elfred, ja. Auch wenn es sein gutes Recht ist, ist die ständige Anwesenheit seiner Männer zweifellos ein Problem. Seid ihr Männer oder Memmen? Mischt sich Elfred in eure Belange ein, dann schickt seine Männer in Leichtüchern heim. Wir sollen sein Herrschaftsrecht anfechten? War Eszexe nicht einst ein eigenständiges Königreich? Wir sollten kämpfen. Ja, kämpfen. Und du, Wiekert, was hast du zu sagen? Deine Vorbereitung für das Luchnassad. Wie kannst du so viel Geld ausgeben, wenn dein Volk hungert? Trinkt, lacht, esst euch satt. Singt von großen Schlachten, denn morgen sind wir vielleicht schon tot. Es gibt kein Problem, das nicht mit Met oder Gesang gelöst werden kann. Haben wir nicht etwas Spaß verdient? Ein großes Festmahl und Heiterkeit. Die dunklen Wintertage nahen. Lasst uns die Sorgen wegtrinken. Und Edelric? Folgst du Edreds Beispiel und kläffst wie eine Hündin? Du weißt, was ich denke, Birstan. Die führt. Wie können wir Elfred Männer für seine Kriege geben, wenn unsere Ernte darunter leidet? Schickt ihm keine Männer. Sollen Elfreds eigene Leute in seinem aussichtslosen Kampf gegen die Nordmänner sterben? Dann weigern wir uns. Uns dem König verweigern? Bist du komplett von Sinnen, Birstan? Nun, habe ich nicht all eure Fragen beantwortet? Du bist ein Schandfleck für diesen Schier, Birstan. Ein Taugenichts. Ein Taugenichts. Wie wahr? Und doch seid ihr immer noch hier? Hinfort. Ich habe keine Zeit für euer Gefasel. Oh,
Wir werden ihn auch noch, auf jeden Fall noch versuchen zu killen. Das wird so schon passieren. Gemacht, Eivor. Die ausgleichende Kraft in Person. Eine feste Hand ist alles, was du brauchst, Birstan. Ob bei der Jagd oder am Steuerrad. Bei all dem Gerede über die Jagd sehne ich mich nach den Wäldern. Deine Gattin wartet, Birstan. Bist du nicht besorgt, dass ein anderer Mann deine Laken vollschwitzen könnte? Ha, sie... Du hast das Unmögliche erreicht, Däne. Du hast meinen verirrten Ganter in den Stall zurückgebracht. Meine launische Geliebte, deren Wolken die Sonne über meiner Rückkehr verdunkeln. Deine Tane haben das Ale getrunken, das der Abt uns geschenkt hat. Und zwar alles. Nun, das ist eine Tragödie, die mein armes Herz nur schwer verwinden wird. Wenn er mir dieselbe Zuneigung entgegenbrächte wie der Jagd auf Wild, hätte unsere Ehe vielleicht überlebt. Ich sehe, eure Liebe ist sauer geworden. War sie jemals süßer? Der Unterschied zwischen Liebe und Hass ist so gering, es ist schwer zu sagen, woher die Bitterkeit stammt. Was also wollt ihr von mir? Es ist eher eine Herzens- als eine Staatsangelegenheit, Eivor. Das bisschen Leidenschaft, das zwischen uns bestand, ist längst durch dauernden Streit verblasst. Wir wünschen uns Freiheit, Eivor. Ich von meiner Gattin und meine Gattin von Estsexe. Ich bin eine zu grobschlächtige Waffe für diesen Auftrag. Warum geht ihr nicht einfach eurer Wege? Oh, wäre ich nur eine Dänin, wo Scheiden so leicht ist, wie Kehlen aufzuschlitzen. Aber so einfach ist das nicht. Erlaubt euer Gott Männern und Frauen nicht, sich zu trennen? Unser Gott, unser König, so vieles steht einer glücklichen Trennung im Weg. Unsere Hochzeit wurde arrangiert. Sie ist politisch und darf nicht zerbrechen. Sagt, was ihr wollt, klar und deutlich, und ich tue es. Dieses Gerede ist ja nicht auszuhalten. Wir hatten einen einfachen Plan. Eine Frau geht verloren, die andere wird gefunden. Vor einiger Zeit bezahlten wir einen Dänen, damit er mich entführt und ins Frankenland bringt. Wie du siehst, hat er sein Versprechen nicht gehalten. In anderer Hinsicht war er sehr viel gründlicher. Manch Nordmann nimmt Geld schnell an und verdient es sich nur langsam. Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Könnten wir die Entführung erneut versuchen? Der Plan ist fertig. Wir brauchen nur eine zuverlässigere Person, die ihn durchführt. Es muss ein großes Spektakel werden. Laut und ungestüm, mit vielen Zeugen. Während des Luchnassad? Mit ausgelassenen Bauern und abgelenkten Wachen? Für deine Überfahrt brauchst du ein schnelles Schiff und einen Schiffsführer, der Englerland den Rücken kehren will. Wir könnten ihn fragen. Ich dachte, er reitet lieber andere Dinge als Wellen. Wir treffen uns auf dem Markt, Eivor. Wir brauchen Speisen und Ale, um die Gemüter unserer Gäste zu beruhigen. Meine Gattin ist eine gütige und aufmerksame Gastgeberin. Das Einzige, was meine keifenden Tane im Zaum hält. Und die gefundene Frau? Eine schöne Maiknospe. Alfida, meine Jugendliebe. Ich verließ sie vor 20 Jahren in Meldun, um diese stachelige Rose zu heiraten. 20 Jahre? Kann ein so alter Funke neu entflammt werden? Wir können nur hoffen. Du musst die Glut anfachen. Finde sie, bringe sie zu meinem Anwesen am See und entzünde ein Feuer. Dann werde ich kommen. Ich glaube, sie lebte im letzten Haus in Meldun. Ein kleines Heim, in dem zärtliche Erinnerungen entstanden. Ich werde tun, was ihr verlangt, und Freya um Erfolg für dieses Liebesspiel bitten. Viel Glück bei diesem Unterfangen, Eivor. Ich bete, dass du meine Alfida so hübsch und sehnsüchtig vorfindest, wie sie einst war. Oha. Also sollte ich zuerst nach Alfida suchen oder mich mit Estrid auf dem Marktplatz treffen? Wir gehen erst die Perle suchen. Gut, so Leute, ich muss sagen, dann bin ich auch mal hier passend das Video. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall mehr oder weniger so ein Werkzeug. Aber gut, wenn es einer Bündnis dann nichts mehr im Weg steht, dann sollen wir doch mal machen, wa? Dann entführen wir mal eben diese Perle. Boah, dann werden wir erstmal diese Tante hier suchen. Gucken, was die da zu sagen hat. Ich soll noch direkt einen Stall vor der Nase. Easy. Und richtig gut. Mal gucken, ob ich dann auch noch irgendwann wieder eine Feste angreifen muss. Ob sie da wirklich entsch... Ja, werden wir ja sehen, was da noch passiert.
ist ja jetzt noch ein bisschen was an Geschichte übrig. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auf jeden Fall gerne beim nächsten Mal dabei. Was ist ja da hinten los? War echt geil, würde mich sehr drauf freuen. Wäre super nice. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt aber noch einen schönen Tag. Bis dahin und für Mittel.